der amtierende Starmania-Gewinner Oliver Wimmer. Ah, ist dann. Danke. Change your light, no candles on the mantelpiece. I'm sitting on the chest that you won't keep. Everything is packed, I'm living on the memories. Cause you've blown the dream away. Ja, den Rest können wir uns da vorstellen. Danke. Aus, 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 aus. Seifelstein. Sie. Lass uns ihm die Gitarre wegnehmen, er darf sie da her setzen. Vormärz. Wie heißt er? Oliver. Richtig. Was hat man Ihnen in Ihrer Kindheit angetan? Der ganze Film geben, oder? Ganz kurz, und das vertrauen wir heute nicht mehr. Oder ist es die Fahrradkette, die wieder eingeschlichen ist? Beobachten Sie das Auditorium, sei verstanden. Der Film, mein Steak. Wie geht's ihm denn? Er hat gewonnen. Gratulation einmal. Ja, danke schön. Ne? Er hat sich gegen übermächtige Konkurrenz durchgesetzt. Ne? Ja? Gegen die Kiesbauer. Er ist erst 17 Jahre, hat uns der Seifenstein einmal erzählt. 17 Jahre ist er blutjung. Ne? Das ist richtig, ja. Hat er noch ein Kinderzimmer zu Hause? Nein, Zimmer habe ich schon zu Hause. Zimmer schon, aber kein Kinderzimmer. Es heißt nicht mehr Kinderzimmer. Na ja, klar. Nein. Wie heißt es denn? Zimmer. Ohne Kinder. Wimmerzimmer? Wimmer. Habe ich mir noch nicht überlegt, finde ich aber nicht schlecht eigentlich. Wimmerzimmer. Nehmen wir es Wimmer. Also ich nenne es jetzt Wimmerzimmer, ja. Ja. Dankeschön. Ja, also wir wollen ihm helfen, ein richtiger Rockstar zu werden. Ne? Wir haben einen Test vorbereitet. Ja, er wird jetzt bald auf Tournee gehen, ganz Österreich bespielen. Ne? Dann wird er der einen oder anderen Zwei-Sterne-Pension absteigen müssen. Ne? Ja? Hat sich die Single nicht verkauft, ne? Kriegt er Zeit. Ne? Hoffen wir also das Beste und er wird in Zwei-Sterne-Pensionen absteigen. Ne? Und die muss er zertrümmern, natürlich als Rockstar, muss er die verwüsten. Ne? Haben wir einen Test vorbereitet, Seifenstein? Befehl, vormärz. Also er muss uns jetzt zeigen, wie er sein Hotelzimmer zerstören würde. Wir fangen mit was Leichten an, mit einem Nachkastel, ne? Also wie man? Mach uns Trimmer. Los, Hans Wüthi. Schwierig, weil wir ein bisschen vorbereiten, nämlich da. Ja, die Aggression. Ja. Das kann... Kurz verbeugen noch. Ja, richtig. Das ist gut. Und dann den. Das war schon okay. Aber noch nicht gut genug. Für einen richtigen Rucksack zum Glück haben wir einen Nachhilfelehrer für ihn. Seifenstein, ja. Holst du den Nachhilfelehrer? Den Exzessmeister seiner Majestät. Husch! Da muss man jetzt dann sagen,
Oh je, ist die Gitarre kaputt geworden. Also, er wird auf der Straße erkannt. Ja? Kriegt er doch Briefe? Ja, manchmal kriege ich Briefe. Mit eindeutigem Inhalt? Nein, es sind sehr nette Briefe immer. Ja, das meinen wir ja. Ja, ja. Also das auch. Also wir kriegen zum Beispiel Briefe mit Robert Heinrich, ich will ein Kind von dir. Robert Heinrich, ich will noch ein Kind von dir. Oder Robert Heinrich, ich habe ein Kind von dir. Robert Heinrich. Er muss natürlich lernen, damit umzugehen, ja, dass Frauen ein bisschen mehr wollen als nur seine Freundschaft. Ne? Sogenannte Gruppis, hat uns der Seiferstein gesagt. Ja, die Gruppis. Ja. Seiferstein, machen wir gleich den Gruppis-Test mit ihm. Zu Befehl, Majestät. Augenbeide. So, und zur Vervollständigung seiner Ausbildung darf er sie dir jetzt mitnehmen.